Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar sind wir heute wieder auf meinem Paladin-Twink, hier meinen, ja, Dunkeleisenzwerg. Und wir wollen wieder ein bisschen Indies rennen, sind hier in einer Premade-Gruppe auch im TS unterwegs. Und ja, schauen wir mal, mittlerweile auf Stufe 34, heute am ersten Leveling-Tag von dem. Und ja, so ein bisschen über 35 wollte ich halt heute eigentlich schon kommen, also 15 Level, ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall schaffen. Mal schauen, wie viel wir noch machen können. 1 von Level, denke ich mal, kriegen wir auf jeden Fall hin. So, jetzt gucken wir mal, drückt uns mal die Daumen, dass wir in irgendeine schnelle Indie kommen. Verlies wäre gut, was ist das? Na, obwohl, die kann eigentlich auch relativ schnell sein, wenn wir in den guten Teil kommen. Ich glaube, das ist das erste Ding. Da musste, glaube ich, auch bloß 2 Bosse machen. Ja. Ich glaube, ich habe den längsten Ladebalken von uns, so wie ich das so sehe. Muss mal ein paar Addons runterschmeißen, habe zu viel Mist drauf mittlerweile. Ich hab jetzt letztens schon mal ein, zwei Sachen aussortiert. Weil ich gemerkt habe, wenn ich auf dem zweiten Account irgendwas mache und dann nach dem Ladebalken bin, dass es am ersten Account kurz so ein Lag gibt. Und das ist manchmal ein bisschen beschissen. Vor allem, warte mal, die müssen wir gar nicht machen, oder? Wir können hier lang gehen. Schauen wir mal, wie viel ich pullen kann. Es gibt hier bloß irgendwelche Gammelmobs, und zwar diese kleinen Blubs. Die hauen relativ gut. Können wir den skippen? Da muss es links laufen. Die rechten kann skippen, Alter. Okay. Ja, aber links sind ein Haufen Blubs, ne? Und die Putt. Rechts sind doppelt so viele. Okay. Ja, wir können die schon mal pullen, weil die Blubs, die darfst du nicht aktiv tanken. Die sind nämlich ewig lahm und hauen richtig rein. Die musst du eigentlich einfach mit Ranges umhauen lassen. Lauft einfach weiter. Die können wir einfach mitziehen. Die kannst du vergessen, die Viecher. Die machen eigentlich nix. Hier geht's weiter, oder? Die machen eigentlich nix. Die kannst du eigentlich liegen lassen. So, lass hier mal bisschen Rambazamba machen. Da könnt ihr immer mal wieder drauf damagen, wenn die zu nahe kommen. Irgendwann sollten die halt sterben, aber die, ja, die sind halt so lahm. Da hinten ist, glaube ich, sogar der erste. Ach fuck, jetzt bin ich gerootet. Hand der Freiheit habe ich auch noch nicht, oder? Jetzt schauen wir mal. Nee, das habe ich alles noch nicht. Einfach ein bisschen blöd im Low-Level, ne? Da fehlt dann noch die Hälfte. Seht ihr, da hinten kommen die Blubs noch langsam angekrochen. Warte mal, müssen wir das hier überhaupt machen? Wir könnten... Auch diesen einen Wasserelementar bin ich mir gar nicht sicher, ob wir den machen müssen, ne? Ich glaube schon. Glaubst du schon? Sicher, wenn ich bin. Ja, weil für die Quest müssen wir den machen. Ah, okay. Das ist doch schön. Haben wir eine. Doch, ja, doch, wir haben eine Quest, aber wir können ja mal theoretisch gucken, also ob man vorbeilaufen kann, ne? Um da mal zu schauen. Der Damage. Einfach nur Paladin. Der Schurke guckt. Ja. Schurke ist undankbar. Halt Schurke im Load ist. Weiß ich nicht. Ja, ja, macht halt null Damage, ne? Ja, der hat halt null AOE. An kriegst du AOE, Alter. Bis du da alles mit Gifte belegt hast, ist halt eh schon gut. Mit 63 krieg ich Durchfächer. Ja, das ist ja schon mal was. Und mit 38 krieg ich erst mein zweites Gift. Okay. Oh. Also ich... Ja, ich hab einen falschen Speck dafür gespielt. Ich spiele im Mittel. Weil da oben scheint's, ob du einfach vorbeilaufen kannst. Also theoretisch für die Dings mussten glaube ich nicht machen. Also fürs Abschließen kannst du einfach... Mein Gott, wir müssen auf Säure aufpassen. Ich hatte... Okay, das gab eine dicke Explore. Ach, es sind alle tot, ja gut. Ja, das hat einfach Bumm gemacht und dann war vorbei. Jetzt schucke deinen Moment, Holy. Jetzt wäre das Retzkabel gut. Energie. Na ja, gut, das war nicht so gut. Ich habe auch gerade auf den zweiten Bildschirm geguckt, hier, wie ich hier unterwegs bin, dann macht's Bumm und alle sind down. Na ja, gut. Na ja, gut. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die Blobs auch weg sind, ne? Haben wir die noch gekillt oder gammeln die da immer noch irgendwo rum? Ich hab nichts mehr.
Ach, hast du. Nee, okay, jetzt haben sie dich auch gekillt. Hast du kein Vanish? Nein. Ach, das hast du auch nicht, okay. Den nächsten One. Krieg ich mit 48. Na ja, gut, das ist auch noch ein Stück. Ja, ist blöd. Nee, schau, da ist sogar noch ein Blob. Da ist noch einer. Oh Mann, gut, die Quest bringt schon ein bisschen. Jawohl, die bringt hier nur 4000. Warum bringt denn die weniger als in der anderen Instanz? In der anderen Instanz hast du 9k gekriegt? Ich dachte eigentlich, dass alle Quests auf einem Level gleich viel EP bringen. Okay, die Blobs sind hier. Es kommt je nachdem, in was du da gehst. Also, wenn wir hohe Level jetzt in Low-Level-Dinge gehen, gibt es auch weniger XP fürs Abschließen und so weiter. Das macht dann schon einen Unterschied. Wahrscheinlich bist du sogar schon hierfür zu hoch. Aber das sollte doch nicht sein, die skalieren doch eigentlich mit dem Level mit. Also eigentlich ist das doch dumm. Also ich hätte halt gedacht, dass Blizzard eine quasi ja eine EP-Wert hat für eine Quest auf dem und dem Level und den kriegst du halt bei jeder gleich. Das wäre halt sinnig. Und da ich die glaub, Level das hängt sogar mit der Gruppe zusammen, wenn der höchste jetzt einfach zu hoch ist für dich und dann weiß ich kannst du im nächsten dann schauen, ob es da auch so wenig gibt. Wir ja haben gut, jetzt weil. schon 1,48 in der Gruppe. Nee, wir hatten ja, also ich glaube nicht, dass es mit den Gruppenleuten zusammen. Wir hatten ja vorhin, waren wir die gleiche Gruppenkonstellation und da hatte ich ja auch 9000 gekriegt für eine Quest. Auf das Wasser bloß jetzt doch. Ja, die müssen wir ja machen für die Quest. Also die bringt zwar fast nichts, aber naja. Immerhin 4000 EP ist besser als nix. 4,5, ja, sogar. Hilft ja nix. Irgendwo muss man seine EP ja herkriegen. Ich hätte eigentlich nichts dagegen, wenn man im Low Level auch Inseln laufen könnte. Das gar nicht. Das wäre wahrscheinlich mega geil für die, wo dann im High Level reinkommen. Naja, Dann ziehst du ja nur noch. wenn scaled ist, wär's ja egal, oder? Weiß nicht. Ein Lowy hat nicht so viel AOE, dass das wirklich gut laufen könnte. Gut, Und vor allem kaum das. das ist halt blöd. Man könnte natürlich auch einfach Low-Inseln machen, ne? Also, dass man halt einen bestimmten Bracket Dann wär's anmeldet. sinnvoll, ja. Das würde halt gehen. Und du kannst ja eh nur Normal-Innies machen. Also, wenn jemand jetzt sagt, ich will jetzt nicht durch irgendwelche Dings aufgehalten werden mit meinem Max-Level-Chart, dann suche ich mir wenn dann Leute. Oder ich melde halt kein Normal an. Weil im HC kann zum Beispiel schon gar keiner reinqueuen, was ich auch blöd finde. Ich würde es gut finden, wenn man Dinge auch HC queuen könnte. Und die muss dann halt einfach stärker werden. Halt trotzdem gescaled für einen. Und man irgendwie mehr EP kriegen würde oder irgendwie sowas. Vor allem Chance auf die Mounts und so weiter. Du kriegst im Normal kriegst du auch alles. Okay. Also du kannst wirklich jedes Item in jeder Schwierigkeitsstufe kriegen. Also ich habe Die im Chance Normal. nicht deutlich geringer. Nee, nicht mal. Die Chance ist, soweit man weiß, die gleiche. Die Geschichte ist, du bist im Normal nur schneller durch und die meisten Mount Drops generierst du durch Mobs, die durch so Special Invasions kommen. Und wenn du natürlich schon fertig bist mit dem Laden, bevor die Invasionen wirklich hitten können oder die hitten und du bist eh schon fast fertig und baust dann noch zwei Sachen ab und bist fertig, dann kriegst du halt gefühlt weniger Loot, ne, weil du halt schneller durch bist. Aber ich habe zum Beispiel auch schon einen Mount im Normal gekriegt. Fast alle Quest-Items, die ganzen Pets und so. Also ich habe ja schon, weiß ich nicht, fast 1000 Inseln. Ja, was ich vorhin geguckt, ich habe 962 Inseln gemacht. Mein Beileid. Ja, ich habe aber erst einen Mount, ja. Also ich glaube, ich kann wohl mir behaupten, dass ich doch ein bisschen Inselerfahrung habe Das mittlerweile. zweimal weekly voll machen war mir schon zu viel. Ich weiß nicht, ich finde die Insel gar nicht so schlecht, vor allem wenn das ein bisschen Ja, raus an ist mit sich den nicht, Mobs. aber manche Randoms, da gehst du einfach so ein. Ja, Da das denkst du so, ist. da gehst du nie wieder. Das macht Vor schon allem, wenn viel dein aus, Local wenn besser du. läuft als HC und alles. Wenn du da mit einer guten Premade-Gruppe rein bist, wo alle ihren Damage fahren, dann kannst du in so einer Insel. Teilweise habe ich 3 Minuten Inseln gehabt. Da hab's ja gesehen letzte Woche. Also da kannst du echt Da drüber kommt man mit fahren. Randoms nie hin. Das ist Nee, wirklich das cool. ist. Gibt halt.
Ha, ich gehe auch oft random, da hast du Leute, die pullen zwei Mobs und dann kloppen die die über 5 Minuten gefühlt runter und du pullst die ganze Insel, die helfen dir nicht, das juckt die halt nicht, was du da machst. Also es ist halt teilweise echt nervig. Das ist teilweise richtig nervig. Hängt halt von den Leuten ab. Achso, warte mal, wo laufe ich denn hin? Hier müssen wir rein. Okay, ich habe gerade mit meinem Char hier, war ich gerade am Mage Tower im Auge gestanden, ne? Steht ja so. Auf einmal tauchen drei Rogues auf und haben mich innerhalb von 2 Sekunden auseinandergenommen. Ich war halt im Stealth als Katze gestanden, ne? Ich dachte mir, ja, sieht mich vielleicht keiner. Komm, die, zack, ich war im Dreck gelegen. Ja, gut. Sollte nicht sein. Dachte mir, ich def so ein bisschen den Mage Tower nebenbei. Ein bisschen Ehre. Ja gut, das war's mit dem Mage Tower. Ich frage mich, wie sich das Leveln dann anfühlt, wenn sie die in EP-Nerf draufspielen, ne? Also, ob sich dann Hoffentlich angenehm. annähernd. Also angenehmer wird es mit Sicherheit, ob es dann annähernd wieder an das rankommt, was vor den Änderungen war, ne? Weil sie haben ja die EP Wahrscheinlich. gut an. Man müsste mal die alten Werte raussuchen, wie viel sie das Ganze angehoben haben und damit vergleichen, wie viel sie es jetzt wieder nerven. Mich würde mal interessieren, ob sich gewisse Parallelen abzeichnen, weil du hast ja jetzt so eine Staffelung, ne? Dass es bis zu einem gewissen Punkt immer mehr wird, was das prozentual ist, und dann wieder runtergeht. Ich frage Der, mich. wo gesagt hat, wie das jetzt gerade geändert wird, der hat ja eine komplette Liste einmal gemacht. Da steht alles genau drin. Ja, genau, aber mich würde es interessieren, wenn du das jetzt vergleichst mit den Erhöhungen, die davor kamen, ob sich da Parallelen abbilden. Ob sie jetzt einfach das wieder zurücknehmen, quasi, weißt du? Nee, wahrscheinlich so hart nicht. Aber halt die Hälfte ist so ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie krass die Erhöhungen waren. Die waren schon ordentlich. Oh fuck, dieses Schild, ne? Du wirfst da einmal das Schild rein und hast den ganzen Laden am Arsch. Ja, das war jetzt vielleicht nicht so clever. Ich wollte den einen Mob holen. Das hat auch geklappt. Aber, das ist okay. Gut, das Schild fliegt weiter, als ich denke. Also, hier, ich dachte mir halt, das, ne? Die direkt daneben, aber nee, das fliegt durch die halbe Inni, wenn du das wirfst. Alter, ist das euer Ernst? Im Stun, nochmal im Stun. Habe ich ihn geflogen. Nervige Viecher. Darf ich bloß? Okay, warte mal, vielleicht war das ist jetzt nicht so clever, was ich mache. Ach, fuck. Ich wollte So, die. nicht nur du. Nee, ich bin oben Ah. gestorben. Aber jetzt habt ihr geedit an der Oh, Seite. Das war nichts. Ich wollte die Mobs LOSen, hab natürlich auch den Heiler LOS, dass die alle rankommen, aber das war nicht so. Ich hätte bubbeln sollen. Das hätte ich machen sollen. Sorry. Das hätte ich machen sollen. Es war jetzt zu spät. Sind die noch im Combat? Kriegen wir die noch? Ja, den einen. naja. Aber jetzt haben wir die seitlich auch noch, die Mobs, ne? Jetzt bin ich down. Kommt ran, die kriegen wir. Die machen wir kaputt. Ich habe schon zwei noch weggemacht. Dann hatten. Also die anderen hätten wir jetzt eigentlich resetten lassen können, aber egal. Dann machen wir sie weg. Zumindest wissen wir, dass wir die einen Mobs an der Seite skippen können. Die Inni ist halt kacke, weil du ständig CC wirst, was halt richtig nervig ist. Bist halt bei vielen Mobs teilweise mehr im CC, als dass du kämpfst. Aber irgendwie haben die. Weiß nicht, irgendwie gefühlt haben die das nochmal genervt mit den Mob-EP, ne? Weil 200 EP, was du für einen Elite-Mob kriegst im Verhältnis zu der 50.000 Abschluss-EP, ist halt schon ein krasses Verhältnis. In den High Dungeons kommst du zum Teil mehr durch die Kill XP als durch den Abschluss. Ja, irgendwann kriegst du ja so um die 2.000, ne, für einen Mob. Auf der Stelle. Kann man mich noch hören? Hallo? Ja. Ja. Bei mir stehen alle auf der Stelle und laufen hier, was weiß ich. Okay, dann hast Okay. du ein Dis. Vielleicht lock mal aus und wieder ein. Muss ich halt kleine Puls machen und mich halt selber Ja, hochheilen. du läufst auf der Stelle. Ich kann dich schon auch hören. Parler kann alles.
Nichts gut, aber alles. Ja, so ist das. Ja, ich bin rausgeflogen. Das ist gut mit einer Pre-Made-Gruppe hier, dass man alles skippen kann. Vor allem, du merkst halt den Unterschied und allein schon im Test sitzen macht es halt wesentlich angenehmer, die ganze Zeit ein Dungeon nach anderen durchzurütteln. Ja, kommst du schnell durch. Und nicht 10 Minuten warten auf den Dungeon. Vor allem gut, das ist das nächste. Das hast du aber als Tank jetzt eigentlich eh nicht das Problem. Zum Teil aber schon. Also ab 60 dann auf jeden Fall. Okay. Und da kommt nie was zusammen. Gut, später in der Nacht. 60 bis 70 und dann irgendwie will dann nie einer. Glaub ab der Zeit ist sogar Questen besser, oder? Je nachdem, also wenn du mit einer vollen Gruppe reingehst. Oh, da hat einer den ersten Boss pullt. Ah, oh, das war ich. Scheiße, wie kommt der denn dahin? Aber wenn du jetzt einfach stirbst, und dann soll vom ich Anfang. Mich stellen lassen? Ja, ich glaube, ja. Weil der dauert echt ewig, der Boss. 55 Grad. Du kannst ja dann, wir sind jetzt hier beim Trash schon relativ weit, lass dich einfach sterben, lauf von Anfang rein, dann bist du, denke ich mal, bei uns beim Endboss. Ja, guck jetzt, dass er resettet. Ja. Mich bloß zwischendrin immer ein bisschen hochheilen. Ich heule schon. Lange ich noch mal. Das ist auch mal so eine Sache. Dein Questziel für die Episode ist ja schon erreicht. Also, ja, 35. Ja, gut, ich wollte an dem Abend die 15 Level machen. Wenn du, Ach so. Wenn ich jetzt rechne, wenn ich immer 15 Level mache, ne? So, ja, ich glaube, später wird das auch nicht mehr möglich sein, oder? Von 60 auf 75 in einem Abend. Nein, safe nicht. Ja, das wird wahrscheinlich nicht ganz ausgehen, das ist richtig. Kann ja, jetzt mal ganz. Warten. Ach, also ich hab's nicht geedit. Müssen wir halt gucken. Können wir die stunnen, die Viecher? Wie die Ads, ja, kann ich stunnen. Ja, okay. Nee, ich denke mal, die können wir schon cleaven, die sind beide gestunnt, dann ist das nicht so wild. Naja, erster ist down. Ja. Hab mich mal nur. Oh fuck, er hat mich betäubt, ich wollte ihn gerade. Ich wollte mich gerade heilen. Wo port der sich hin? Ja, das ist ein Drecksmob, echt. Ich mag den auch nicht. Aber der erste Boss ist noch nerviger. Vor allem, er betäubt mich die ganze Zeit. Ja, wenn du in Melee Range steht, wenn er sein Shit macht, dann kriegst du immer die Betäubung ab. Deswegen, die Ranges nicht an ihm dran stehen. Ich weiß aber immer noch nicht so genau, wann man von ihm weggehen muss. Ich glaube, du kannst, glaube ich, gar nicht das avoiden. Außer du stehst der weg. Der sagt auch nichts, also geht's wahrscheinlich. Ja. Ich habe das noch nicht durchschaut, wann du den Stun kriegst, aber solange du im Melee-Range stehst, kriegst du den einfach. Oder ihr habt ihn jetzt auch abgekriegt, ja? Also wegschauen geht auch. Ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, einfach wegzuschauen. Achso, wenn du wegschaust, dann kriegst du den nicht ab? Nee, den kriegt man trotzdem. Achso, dann kriegst du, ja gut. Ja, du hast ja auch keine Animation, dass er irgendwas macht oder so. Er macht's halt einfach. Du kriegst halt einfach den Stun. Und, ja. Dumm ist, wenn halt die Caster im Melee-Range stehen, weil die kriegen es dann halt auch ab und müssten es nicht abkriegen. Hey, die Allianz siegt, nice, ich hab's WG gewonnen. Was haben wir, was habe ich hier links? Obwohl wir einen Magierturm verloren haben. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe mich jetzt wieder in den Magierturm gestellt, aber das war, ja, hab den schon verteidigt, den Magierturm. 46. Ah, ich bin 36, wunderbar. Ja, 36. Ich war da schon nah dran an dem Magierturm, da konntest nichts machen. Da war ich zu schnell down. Boah, perfekt. Okay, die geht glaube ich auch recht gut, ja. Ob jetzt gehen wir regelmäßig den hier, weil sobald der einmal frei ist, dann geht der. Jo, Lexi, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne, und danke dir. Hier kann man ja auch. Mir ist der Questgeber nicht da. Okay, mir schon nicht, wir können mal teilen. Ja, ich teile.
Wahrscheinlich habe ich die Es schon. gibt hier, habe ich gesehen, das habe ich ein Video gesehen, da hat einer gemeint, hier gibt es einen EP-Trick quasi, dass du hier die Haufen am Leben lässt und einfach die ganze Zeit diese kleinen Mobs hier tötest. Meinte der als krassen EP-Trick, aber ganz ehrlich, was bringen diese kleinen Mobs? 8 EP bringen die, ne? Ja, Oder, nicht warte viel. mal, oder sind es Zombie? Warte mal, 43 EP. Ah, ich weiß halt nicht. Also die spawnen zwar die ganze Zeit nach, aber lohnt sich das wirklich? Wie viel Life haben denn die kleinen Viecher? Also, vielleicht wird es sich lohnen, wenn du sie über Brambles die ganze Zeit tötest, wenn du nichts machst als AFK-Farm, ne? Wenn das aushältst, aber sonst kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich das irgendwie rentiert. Warte mal, ich muss mal schnell mit dem Pony ein bisschen rumreiten. Dann sind wir einer weniger. Oder ist mein Sind Recon alle da? kaputt? Ja. Wahrscheinlich wird der Schurke nicht angezeigt, weil der Top 3 Damage. Nein. Nee, aber bei mir bin ich selber der Mage und der Rogue. Irgendwie ist der Paladin nicht im Dings. Schlimm genug, dass ich unter dir bin. Ja, kannst du das Tank Oh, immer das hat schon ganz 6 gut erehen. AOE. Ich Ja. habe halt eine AOE, aber der haut dafür richtig rein. Ich habe gar keine AOE. Die Mage sollen hat nur AOE. die Der ist halt Rache-Mechanik nicht. sollen die wieder reinbringen, das war noch eine schöne Sache. Da bist du das Tank auch richtig durchgegangen durch alles. Wie Butter. Auch selbst im Raid. Hast du selbst im Raid erst am Schaden. Und es richtig gemacht hast. Der Damage wurde ja von jedem Tank nochmal erhöht mit 8.1. Außer vom Demon Hunter. Hab gesehen, beim Druid Tank machst du 15% mehr Schaden, was halt schon nicht schlecht ist. Vor allem halt auch und der macht halt eh schon Damage des Todes. Jeder das Schwert looten, genau. Ich hab die. Echt, Pala wird auch erhöht? Ich dachte, Ich nur Druid dachte wird. alle drei aus Demon Hunter. Okay. Wird erhöht. Alle drei, es gibt mehr als 4 Tanks. Aber ja, die drei Haupttanks, wo ich jetzt. Die Das drei ist die, wo man auch Haupttanks. spielt. Weil Ach Pegel so. spielt ja zum Beispiel kein. Ich glaube, Krieger soll gar nicht so schlecht werden. Nee. Aber warte mal, Der wurde ja vor kurzem erst wieder gepusht. ich pull die rein. Warte, lauft mal rein um die Ecke. Da kommt jetzt ein bisschen was. Weil hier sind lauter Dreckscaster und Aber das. du addest immer mehr und mehr und mehr, weil du versuchst wieder den einen zu machen. Das ist so ein Kreis, das weiß ich nicht. Pull sie lieber einmal hier rein, machst sie weg und kannst durch die Mitte durchlaufen. Weil es wird immer weiter geaddet hier. Ja, aber wenn die Low HP haben, weglaufen. Das kommt nur dazu, aber oftmals steht dann halt ein Die Mob Caster. Farbe holen. Ein Caster steht halt irgendwo. Super, die haben mich betäubt. Steht halt irgendwo am Rand, ne? Dann läuft irgendeiner hin zu dem und addet die Mobs dahinter. Dann steht wieder ein Caster, dann läuft Ja. der nächste wieder zu dem hin und irgendwann hast du den ganzen Kackraum da gepullt. Man erwischt irgendwie jedes Mal den Trainingsdummy und das bis zum Ende infight. Das kommt nur dazu, ja. Das ist auch noch nervig. Das kommt nur dazu, okay. Ja, die sterben schon. Das sind beides Melees. Ich habe eh gerade noch eine Runde mit dazu. Mir ist die Ah. Statue nicht mal da, wenn man die Quest gemacht. Ich fehlt einfach alles hier, was irgendwie Quest. Wenn du es genau richtig machst, kannst du, glaube ich, sogar auch in der Mitte durchlaufen, ohne dass du die Monks pullst. Aber das ist ein bisschen tricky. Na genau, das sind die Mobs, die extrem reinhauen. Okay, gut. Dreckige Monks. Naja, die sind low, ne? Ihr könnt mich ja gleich retzen. Warte mal, wo rennen die denn hin? Ach, du stehst nur unten. Der Mage. Wunder mich schon, warum ich ihn nicht heilen kann. Kriegt ihr die noch? Soll ich reinlaufen? Ich Ja, bin geil. passt. Sind gleich. Na, diese dreckigen Monks, die hauen extrem Damage raus.
Ich hab's mir schon gedacht, ich hätte vielleicht bubbeln sollen, dann wäre irgendwer anders gestorben. Cool. Na gut, muss halt immer abwägen, ne? Was wichtiger ist. Ja, stimmt. Ich denke es jetzt. Irgend so ein DD oder der Tank, ne? Weißt, von so komischen DDs hat man ja viel. So, da haben wir jetzt kein Schild rein, sondern Single Target. Ja, super, jetzt habe ich gerade meine Tentakeln gestellt. Das war jetzt auch nicht so gut. Ja, zum Ich Tentakel-Spaß. sollte meine mal in die Schnell lassen. Deswegen kann ich sie nicht hier. Es gab eine Zeit, wo die ziemlich gut Schaden gemacht haben im Verhältnis, ne? Da haben die Es gab aber auch Tentakeln diese die. Hundewelpen, die Damage machen, aber die wurden gefixt, die machen kein Damage mehr. Also Was die für greifen nichts mehr an. was für Hundewelpen? Die adoptierten Hundewelpen, die konntest du in den Dungeon schicken und die haben dir den Dungeon aufgeräumt. Okay. Und Machen mittlerweile die sind die kein nur noch Damage Deko mehr? des Spielzeugs. Ja. Ah. Jetzt wo ich sie habe, machen sie keinen Damage und sind auch erst ab Level 90 Fuse. Bitte. Also ich weiß hier, wenn du genau in der Mitte durchläufst, dann schaffst du es eigentlich, dass du sie nicht addest. Ja. Aber die 0815-Gruppe schafft es nicht, das Boah, kannst hatte du. ich gerade Schiss, dass ich verkacke. Wir können ja mal links rumgehen, da sind glaube ich ein Ticken weniger Mobs, da müssen wir nicht alle machen. Warte, ich adde die und dann können wir sie gleich LOSen. Okay, ich bubble mal. Jetzt werdet ihr ein bisschen Spaß haben. Ja, da ist der Magier tot. Ach, du hast mir Immerhin. Schutzengel gegeben, dann hätte ich den Magier gar nicht opfern müssen. Ja, sorry. Hab ich zu spät gesehen, da war ich schon in der Bubble. Das ist so kacke, ich hab halt noch mein Eigenheilungsding nicht. Das. Der wurde ja immer voll halt. Ja, mit Stufe 40 kriegst du den halt. Das ist halt instant, das ist halt richtig gut, ja. Also da kannst du mit dem Pala viel machen, wenn du es richtig immer ziehst. Ja, die Scheiße war gerade der Pfeiler, da konnte ich nicht hinter durchfallen. Was muss da Mitte tun? Hier kannst du ja halt auch einige sparen in dem Laden hier. Hier gab's ja Mythic Plus ein ganz. Nee, das war nicht M Plus, das war damals war das noch, wie hieß das? Herausforderung, oder? Ja, nee, Challenge Mode, ja, Herausforderung. Da konnte ein DK am Anfang so einen Geist übernehmen und achso, die Tusse ist schon und konnte mit diesem Geist den irgendwie hochstacken, ne? Und dann hat der alles auseinandergenommen hier, das war so richtig nice. Als ob der Judikator hier so auf mich drauf geht. Achso, ja, das nochmal. Dann hat Ja, sich ich. wahrscheinlich jetzt tot. Ja, Ich glaube, ich kann halt nichts machen. Okay, jetzt. ich habe ihn mal gespannt. Alter. Immerhin. Läuft wieder ran, dann wird nochmal weggeboxt. Richtig gut. Ja. Keine Worte kann es dagegen machen und alle müssen zu. Sah schon gut aus, ja. Ist richtig. Haben wir eh schon relativ viele Innis in der Auswahl. Die werden ja immer weniger, je mehr du machst, desto weniger müssten in der Auswahl sein dann. Oder ist das random? Nee, es werden immer mehr, weil du ja quasi, also Ich umso dachte, höher die du gehen mit. weg, die wo du gemacht hast mal. Nee, du hast alle noch in der Ding. Wir sind ja auch zweimal für Lieske reingekommen. Das ist random, was du kriegst. Ah, Es schade. werden halt immer mehr, weil die Innis ja, also zum Beispiel Flammenschlund sind ja von 15. Und Todesmünze sind von 15 bis 60, ne? Und wenn du 17 bist, dann hast du noch ein Dritte dazu und kriegst oder eine Vierte, ne? Hast du Burg Schattenfang und Höhlen des Wehklages, werden halt immer mehr. Früher war es halt so, dass dann irgendwann der Flammenschlund rausgefallen ist und auch Dings rausgefallen ist.
hier Todesmine. Ich hab 60 von dir einmal alle raus, dann kriegst du nur noch diesen 9-2. Genau, also weil du dann über dem Level drüber bist, aber früher waren die Inis ja, weiß ich nicht, von 15 bis 21 oder so, die Todesminen. Und dann waren die nicht mehr in der Liste drin. Und jetzt hast du halt alle bis 60, deswegen werden es halt immer mehr Inis, umso höher du wirst. Hier haben wir keine Quests mehr, was einfach durch. Ja, aber du kannst ja mit ja, keine Ahnung, mit Stufe 60 immer noch ins Verlies kommen, ja? Achso, ja. Ach schon. Eieiei, wieder in die Falle reingelaufen. Schauen wir mal. Wenn da sicher alle machen, ja, dann nehmen wir den Jagdmeister auch noch. Mit die Tentakeln dann. Der eine komische Boss. Ich leck mit dem Magier auch jeder. Sobald er den macht, hab ich jetzt mal leck. Okay. Dann hast du aber im Raid auch viel Spaß, oder? Nee, da geht's eigentlich. Also, es liegt jetzt gerade nur mal. Echt? Okay, also hier leckt es bei mir eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich an den beiden Tentakeln, dass die einfach zu viel Animation haben. Weil im Raid hast du ja noch viel mehr Leute, die irgendwelche Animationen casten. Da ist nicht so schlimm, weiß nicht. Okay. Da liegt's eigentlich gar nicht. Blöde Caster-Mobs da. Eieieiei. Guck mal, so viel Leben, das. Die sollten halt reinmachen, dass wenn du spezifisch anmeldest, dass du trotzdem eine Abschluss-EP kriegst. Vielleicht ein ja, bisschen weniger. Ja, da würde ich die ganze Zeit Verlies rennen wie so ein Blöder und schauen, dass man es irgendwie so timet, dass man es noch schneller schafft jedes Mal. Als ich das erste Mal verliebt war, habe ich genau das versucht, einfach mal spezifisch anzumelden und schauen, was passiert. War klar, dass man da keine XP mehr kriegt. Ja gut, früher ging das. Da hast du ja, da hast du, war die Abschluss-EP ja in zwei gesplittet. Da hast du ja einmal fürs Random-Anmelden-EP gekriegt und einmal für die Bosse, ne? Und dann konntest du ja noch ziehen, weil du die Boss-EP jedes Mal gekriegt hast. Aber das haben die jetzt alles in eins reingewurschtelt und spezifisch anmelden bringt's eigentlich gar nicht mehr. Das ist das gleiche, wie wenn du gleich in die Instanz so reinläufst, ne? Du kriegst halt einfach nix. Leider. Das hat mal geportet. Leider. Naja. Muss ich mir was Neues überlegen. Früher hast du ja für die Dungeon-Quests mal nur extrem viel mehr EP gekriegt als für normale Quests, ne? Aber das haben die ja jetzt auch irgendwann normalisiert. Jetzt kriegst du eigentlich das gleiche für die Dungeon-Quests wie für die normalen. Also da hast du jetzt auch noch nichts gewonnen. Warte mal, wir haben irgendwie da oben was gefunden. Ich hab gerade was gefunden. Ah, okay. Kommt der jetzt hier reingelaufen? Oh Gott, ich brauch Mana. Oh, der bringt Erz mit. Ja super, jetzt habe ich da die Weihe gelegt und hier hinten bleiben sie alle stehen. Macht mal auf jeden Fall auch die Totems mit. Ist doch noch der andere Boss. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, was die Totems hier so alles machen. Ich glaube, die heilen auch so ein bisschen. Auf jeden Fall sind sie alle schön gestackt, ne? Da kannst du nichts, kannst du nicht beschweren. Zum Aen ist das super. Ah, wenn das so weitergeht, muss ich bald mal bubbeln. Ich hab keinen Mana mehr. Okay. Ich heil mal kurz. Free for all. Hey, ich war jetzt wieder ich. Hey, lol, ich hab den getan. Ja, ich hab 300 Leben. Musste ich bubbeln, aber es ist noch hochgezogen, bis war zu spät. Musste ich einmal reinbabbeln. Ging nicht anders. Sind die ja, jetzt müssen wir beim anderen ein bisschen vorsichtiger machen, weil ich habe keinen Notfallbutton mehr. Andere ist ja der Gammler, der sich hochsteckt. Was haben wir denn hier? Handschuhe. In der Render-Gruppe wäre ich jetzt ein Safe-Vibe. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
ich klick mir die Finger wund. Ich merk das schon. Hier ist ein Heiler da. Nee, es kommt wegen deinem Level, du heilst einfach weniger. Im Vergleich. Weiß nicht, an was es liegt, aber irgendwie. Meinst du, eigentlich müsste das doch gut sein, wenn der Tank niedriger ist als der Heiler? Ja, eigentlich schon, aber wenn du jetzt einen 15er Heiler hier drin hast, der heilt dich 1000 Mal mehr als jetzt ein 50er. Ja, echt? Ich habe auch das Gefühl, dass das ziemlich anstrengend ist, als wenn irgendwann wir ist es einfach haben. So schlecht skaliert, dass, weiß ich, nervt dann nur noch. Also, der Damage ist ja skaliert in dem Damage Sinne, schon, ja. dass du machst zwar deinen niedrigeren Schaden als die anderen, aber die Mobs haben ja auch weniger Life und das ist ja quasi dann prozentual, was du machst, ne? Weil die Mobs ja prozentual skalieren. Aber skaliert die Heilung auch prozentual? Ich kann es mir jetzt nicht Leben vorstellen. Wie viel Leben hat denn bei dir der Tank, Fanta? Ich glaube, die Leben werden nicht hoch. 3600 oder so. Ja, genau deswegen. Ja, aber ich habe auch so viel. Ja, das ist das Problem. Aber ich war ja, wo ich aber am Anfang alleine gelevelt habe, da waren wir ziemlich gleiche Level alle, da habe ich mich gelangweilt. Das meine ich ja. Im Low-Bereich hast du hier Crits des Todes und irgendwann gehen die Crits halt immer weiter runter. Gut, liegt klar, an die dem Level-Gear. Ja, die gut, das schon, aber jetzt überleg mal, einen Level, weiß ich nicht, einen Level 15, jetzt sagen wir einfach mal, halt mit seiner normalen Heilung 200. Und wenn du irgendwann Level 40 bist, dann heilst du vielleicht das Doppelte und heilst halt 400. Aber das ist ja das Problem von dem Level Gear zurzeit. Die haben das ja mega genervt. Und das ist dann das Problem bei den Heiler geworden. Ja, aber trotzdem. Du heilst ja, umso höher du bist, umso mehr heilst du ja an Wertigkeit. Aber der Tank hat ja quasi im Low-Level hat der ja vielleicht nur 1000 Life und in dem höheren Level hat er halt dann 3000 Life und wenn du halt 400 auf 1000 Life rauf heißt, ist es ja prozentual viel mehr als 400 auf 3000 Life. Weißt du, das meine ich? Eigentlich müsste es ja schon, aber umso der höher Lowy wird wirst. Ja irgendwie anders skaliert, weil ich habe mit Lowy kein Problem 60 hochzuziehen. Okay, also meinst du, dass das dann trotzdem skaliert wird? Nichts und gar nichts irgendwie. Also, das juckt dich im Finger, dass du die 1 die ganze Zeit spam. Meine Blitzheilung halte ich nur 260. Ja. Und wenn es jetzt auf den Low geht, ist wahrscheinlich das gleiche sogar. Okay. Gut, das kann sein, dass das auch irgendwo scaled, das weiß ich nicht. Ich hätte jetzt halt gedacht, dass es nicht scaled, ne? Ich vermute, du hast wahrscheinlich auch Tempo gearnt, dass das irgendwie damit zusammenhängt. Aber wie weit scaled es dann hoch? Jetzt mal überlegen. Du machst Open PvP mit einem Max-Level-Char. What the fuck? Und du hast einen Level 20er Heiler irgendwo hinten dran und der halt den haltet den dann um 10.000er Heilungen. Weißt du, das meine ich? Theoretisch ja, praktisch wahrscheinlich nicht. Das müsste man mal testen, weil das denke ich nämlich nicht. Das wäre wirklich interessant. Ja, wahrscheinlich gibt es auch deswegen diesen 60er Bereich, das bis dahin noch möglich ist. Gut, das ja, zum Beispiel bei so Event-Boss oder so, der Heiler kriegt der Tank überhaupt nicht mehr hoch. Ja, stimmt allerdings. Aber der ist ja auf 120 dann. Weil der hat bei dem, also wenn du jetzt in einen Event-Boss reingehst, hat der 120er dann auf einmal nur noch 10k Leben. Aber beim komischen Reiter, da hatten die dann ganz normal ihre kompletten Leben. Ja, und wie da willst du? Dann schon heftig zum Teil. Das hat auch ohne Probleme dann funktioniert. Ich weiß bloß, dass bei der Liebesrakete war auf einmal, hat der Heiler überhaupt nichts mehr gebracht. Okay. Jetzt beim kopflosen Reiter ging es eigentlich, weil ich mit jeder Klasse mal drin war und die Heiler ohne Probleme. Okay, jetzt schreibt gerade hier einer nochmal in Twitch-Chat, dass er mit einem Heilmonk auf Stufe 20 drin war und 120er mit heilenden Nebel mit jedem Tick um 20% geheilt haben. Dann muss es scalen. Ja. Ja, dann muss es auf jeden Fall scalen. Das skaliert halt extrem. Also das. Und das geht halt mit Level jedes Mal drunter. Das ist halt voll unnötig, wie es skaliert. Okay, dann ist es aber wirklich so, wie ihr meint. Wahrscheinlich bist du dann im Low-Level, scalest du dann besser als im High-Level. Okay, interessant. Aber gut, es ist einerseits schon clever bei so Content, wo verschiedene hohe Level zusammentreffen, dass dann muss es irgendwie scalen, sonst kann es ja nicht funktionieren, ne? Aber mit dann Level 90 heilst du dich dann zu Tode. Da stirbt dir der Demon Hunter Tank mal zum Teil einfach weg. Da ist dann wiederum falsch skaliert. Das ist denn genau falsch schon, wie es jetzt ist? Mal schauen, das vielleicht ändern die das auch mit den XP dann. Müssten mein Trainer die Level, was die Mobs sind, mal ein bisschen zurückschrauben.
Der hat normale Mob 20.000 und in Legion normale Mob 5.000. Ja. Du kriegst auch bei Draenor 100k XP für so eine Open World Quest und bei Legion kriegst du nur 50. Ja, und in Dings kriegst du nur 33k in BFA. Das ist voll unnötig. Und da musst du irgendwie 5 Milliarden Mobs machen. Also, das ist teilweise, ist das richtig dumm. Kannst du den nächsten Boss nicht mitnehmen? Ja, ich schau mal, dass ich an dem vorbeilaufe. Darf bloß meinen Hammer und mein ganzes Zeug nicht schmeißen. Aber ist auf jeden Fall interessant mit dem Scaling, ja. Gut, ist wahrscheinlich auch schwierig, es auf jedem Level so hinzuscalen, dass es genau richtig ist, ne? Du kannst es halt nicht machen, dass die ganze Zeit der High-Low-P ist, weil sonst langweilt der sich ja eh zu tot. Ja klar. Am Anfang ist ja klar, der hat ja nur 2 Skills, was will man da machen? Also außer den OP machen. Das gleiche mit den DDs, im Low machst halt wesentlich mehr Damage, als wenn es dann weiter oben im Vergleich zu den Prozente. Weil es ist. Also ich find's dann halt dumm. Also ich find's gut, dass das Scaling so ist, dass auch ein Lower irgendwie, dass er dich heilen kann, aber ich find immer, dass der wirklich auf dem Level ist, ein Ticken besser sein müsste. Und wenn es andersrum ist, ist ja blöd. Dafür, dass du belohnt wirst, dass du eigentlich nicht in dem richtigen Level-Bracket bist. Ja, bei einem anderen Game war es so, dass die Mobs dann einfach auf Max-Level kommen und du selber auch auf Max-Level die Attacken von dem Bereich, wo du hast. Also Und das war dann relativ angenehm eigentlich zum Level. Aber zum Teil halt echt easy dann. Weil du wurdest halt so hart gebufft, das war unnormal. Du konntest ohne Gear reingehen und machst so viel wie einer, der wo viel Gear hat. Okay. Vor allem hier levelst du ja, also da sind die Ads ja immer in deinem Levelbereich, von dem her kriegst du immer maximal XP, was möglich ist. Also die Leveländerung, dass auch der Classic-Content oder beziehungsweise allgemein immer die Addons mitziehen quasi mit dem Level auf deinem Sinn, find ich gut. Ne? Du hast halt nicht mehr die Problematik, vor allem beim Questen, dass du die Questgebiete ausquestest und dass du vom Level drüber bist und eigentlich dann, ja, wenn du effizient sein musst, immer wieder das Gebiet switchen musst. Und auch hier mit den Dungeons, dass du, wenn du jetzt 5 Level höher bist als ein anderer, dass du dann eigentlich schon wieder in andere Instanzen musst. Und ordentlich mehr queuen kannst mit den Leuten, das finde ich gut gelöst. Ich warte ja noch, bis sie noch mehr zusammenlegen. Da wird sicher irgendwann mal noch kommen, dass sie dann auch noch hier Cutter, MOP, Wattle, Burning Crusade und den ganzen Stuff zusammenlegen und irgendwann wird wahrscheinlich nur Legion und Dings auch noch zusammengelegt und hier WOD. Ja, WOD müsste jetzt ja halt mal extrem die Saru-Schraube, die Leber. Ja, da hast du schon recht, da sind manche Mobs irgendwie ziemlich komisch Geld, aber im Endeffekt interessiert's einen nicht, weil du eh ja nur durch Bonus Objectives levelst. Also jetzt glaube ich mit meinem Druid-Char bin ich wirklich nur rumgeflogen und hab das Zeug aus der Luft rausgepickt und dann halt die Level fertig gemacht mit. Weiß nicht, ob ich da überhaupt halt, ein, zwei Mobs gekillt. So normal haust du so eine halbe Stunde dann auf so einen normalen Mob rum. Dann oben auch hin, du bei der Elitik wärst, hat normalen Mob 100k. Du bringst schon eine halbe Abend dann einen Mob. Ja, aber das normale Questen lohnt sich gar nicht. Einfach diese Dinger, dann kriegst du ja schon über 20.000 für einen Teil zum Aufheben. Also das ist eh krass. Levelst nie mehr so schnell und ja, das gibt auch diese Bonus-Objectives, was du looten kannst in WOD und zwar richtig viel Zeug. Ich level meine ganzen Chars nur darüber hoch und es geht richtig schnell. Vor allem, wenn du erholt bist, dann kriegst du ja da irgendwie 40.000 pro Ding. Die flacken ja nebeneinander, fliegst du hin, ein Teil aufheben, 5 Sekunden später wieder eins aufheben, 40.000, 40.000, das geht, wir sind nicht. Hat diesmal gar keinen Wirbel gemacht. Ja, der macht immer andere Totems. Kein Bock, halt. Der macht immer anderen Spaß. So, was haben wir denn aus dem Beutel? Einen Gürtel, den kann ich sogar brauchen. So, langsam bin ich schon ein bisschen müde. Aber wir machen nochmal eine. Naja, 37 sind wir jetzt.
Levelst wieder, so. Die laden wieder, ha? Huh? Hat er auch schnell. Also relativ. Ja. Da kannst du. Du musst eigentlich nur einen einzigen Boss machen, das ist gut. Der Schurke kann hier zumindest die beiden hier direkt mastern. Deppen, oder? Dass wir komplett rausdingsen, ja. Stimmt, wir können eigentlich einige Mobs, diese großen, damit skippen. Weil du hast eine Quest, dass du die. Soll den ich Endboss. Machen? Ja, ne? Ja, da, nimm die einfach raus, die. Skippen mal einfach alles. Hier kannst du halt auch ziemlich schnell durch sein. Muss halt wirklich nur die. Kann man ja theoretisch mitnehmen, diese Dinge. Es gibt ja gar keine EP. So gibt die Elemente kann ich aber nicht stunnen, oder? Nee, das nicht, waren aber. Die einzigen zwei. Die ziehen wir ein bisschen mit. Du kannst halt oben direkt nach rechts gehen zur Mutter und. Ja, klar. Den Rest lässt du halt da. So kann man das skippen. Ja, du musst halt nur den einen Boss machen. Achtung! Okay, perfekt. Bin gesilenced. Okay, ich muss bubbeln. Weil viel ist hier eigentlich gar nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob du diese diese komischen Riesen dann auch zappen kannst. Das müsste man gucken. Ja, mich war gut. Hab ich schon versucht. Okay. Vielleicht können wir einfach. Ne, durchlaufen im Boss können wird wahrscheinlich nichts. Die sind schon ziemlich. Die sind ziemlich ätzend, diese großen Riesen. Wenn sich einer opfert, runterspringt und die mitnimmt. Enhanced Tactics, ich weiß nicht, ob das gehen würde. Das wäre ich halt perfekt dafür. Warte mal, kann der. Das weiß ich. Warte mal, den können wir vielleicht auslassen hier? Den glaube ich, können wir nicht. Also hat keine Klasse hier. Ach, die Mutter müssen wir ja gar nicht töten, ne? Diesen Stein da, meine ich. Das muss. Nee, wir müssen hier bloß hier rüber, über die Brücke und dann zum Endboss ja, quasi. Ja, klar. Also, das war's schon. Ja, Leute, du fasst so schnell, wie es verließ. Ja, sag ich auch. Ja gut, der Dings ist halt ätzend, also nur der Boss. Ich habe keine Zeit gestoppt, aber... Bei den Ads hier ist halt das Vorteil, die sind noch XP. Drin, ne? Die laufen eh schon. Naja, 2 Minuten sind wir hier drin, knapp. Schätze ich mal. Na, haben wir heute knapp 20 Level geschafft. 6 nach sind wir da rein. Ah ne, 8 nach. Nice. Also die hier die rechts kannst du stehen lassen, aber hier die Riesen, das sind halt 4 Riesen insgesamt, die muss man halt. Die muss man. Ach, die kann ich nicht stunnen. Oder so machen. Nee, du wirst so nichts machen können mit denen. Ach so, okay. Weiß auch nicht, selbst wenn du kannst ja einen rausnehmen höchstens. Sollte man am besten noch nicht in den Kampf mit reinziehen. Ich zieh die jetzt halt mal zu den anderen, dass wir schon langsam hinterlaufen können. Wir liefen doch danach eh. Warte kurz. Da muss ich mal was. Stell dich mal dahin, wo der Magier steht und spotte mal meinen, ob der dann runterspringt. Nee, das. Da passiert nichts, also bin ich außer Spot-Range. Achso, dann zieh ich vielleicht. Wenn ich jetzt taunte, der springt nicht runter, schau, so, der läuft da außen rum. Ja. Du kannst Mobs nicht loswerden, sonst könntest du Mobs auch irgendwo runter taifunen und die laufen dann einfach gerade die Wand hoch, das juckt die nicht. Achso, okay. Das ist. Wie ein Wari. Im anderen Spiel war es so die Haupttaktik bei Ads: alles, was du kicken konntest, hast du irgendwo runtergeschubst. Ja, so, nee, das interessiert die nicht. Anti, hier grüß dich. Die laufen da gerade hoch und dann ist vorbei. Ja gut, den einen können wir noch mitziehen. Das ist immer ein bisschen nervig. Na gut, damit müssten wir dann noch Level up werden.
Ja, klar. Nice, endlich mal ein zweites Bis Gift. um 36 muss die Folge gehen. Dieses Kakae-Ding. Hast du Oh auch noch mein Gott. gefeiert? Das kannst du breaken mit deinem Auto. Mit was kannst du das breaken? Mit dem Auto-Fight gehen. Als Reset. Also Gottesschild. Ja, aber Gottesschild ist ja auf Cooldown. So. Ja, Da 5 Minuten nachdem ich ist. das schon habe. Du bist mit Gottesschild nicht out of combat. Du bist nur unbesiegbar, während das läuft. Und dann denken sich halt die Mobs auf einen draufhauen, wo er keinen Schaden kriegt. Machen sie nicht, deswegen greifen sie alles andere an. Aber im Combat bist du trotzdem noch. Kannst halt bloß kein Damage mehr kriegen. Aber ist die DC ja wohl ein Stunbreak? Weiß ich, wie Jo, es das Ding aus. kommst halt aus allem raus, das ist schon ganz praktisch, ja. 5 Minuten ist halt trotzdem hart. Jetzt nochmal richtig hämmern zum Ende, ne? Und Easy, zweites Gift. Jetzt geht's los. yay. Jetzt geht macht jetzt er was? den. Nein. Immer noch nicht. Nein. Sag mal Die den werden ganz Shit. sicherlich kein Damage Zweites Gift machen. heißt nur mehr Aufwand für den Damage, was du machst. Wach. Ich werde doch eh kein Damage Ah machen. ja, oh, Solo können wir jetzt schon gehen. Einer uns verlassen. Solo, Mann. Hätte ihn verlassen. Ja, dann geht mal raus. Ja, ich bin auch sehr raus. Ja, dann melden wir halt draußen an, ist ja wurscht. Haben wir halt einen Ladebalken mehr. Nein, so viel Zeit verschwendet. Namen Mythic Progress? Nee, das ist kein Mythic Progress, das ist hier Leveling. Aber sieht fast Okay. gleich aus. Level Progress. Level Progress, ja. Außer jetzt beim Endboss nicht alle quitten. Oh nein, Oh ich wusste, dass es nein. irgendwann kommen wird, weißt du? Lieben, Ich hasse diese lieben. Stadt, es gibt nichts Schlimmeres. Gehen wir den kürzesten Weg, der überhaupt geht, und nehmen die Quest nicht an. Ja, Dann aber geht keine, die hier komplette hast du halt Ehrenheim schon muss extrem, skippen. hier hast du halt schon extrem viele Quests, ne? Ja, gehen wir einfach durch. Also wirklich. Die Kacke ist, Wenn die wir wurde hier halt jetzt bis runterspringen, heute den noch Baum nicht. ansprechen, da können wir direkt zum Endboss. Hey, geht das Tor auf? Ja, ne? Wenn Ja, wir aber diesen Baum sobald wir mit da. dem Baum sprechen. Ja, Kannst du wollen es wir jetzt glauben? die Quest machen oder nicht? Warte mal, also. Die Quest geht halt wirklich ultimativ lang, also das. Wir können es halt echt machen, dann lass runterspringen. Wenn du dann mit dem Baum gleich sprechen kannst, wenn das wirklich funktioniert. Oh mein Ich Gott. bin letztes Mal extra drunter gesprungen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also Ja, wenn es funktioniert. ich schleich mich mal durch. Ich guck mal. Stimmt, Schuck. Ich Ja, guck der mal, hat auch eine was. Sprechblase. Er hat. Und Naja, schraubt die dann gucken. auch direkt auf. Also Ja, und wenn dieser das komische geht, dann ist Taube die da Ini auch. sogar richtig gut, ne? Ja, warte. Ich gucke. Nee, können wir nicht. Ach, scheiße. Hilflos, keine Energie mehr. Wiederherstellen, muss wiederherstellen. Ja, dann kannst du den ganzen Scheiß machen, okay. Ja, und jetzt? Ja, gehst du halt andersrum. Ist ja doof. Ja, sonst wäre es halt richtig gut gewesen hier. Sonst wäre es halt echt richtig gut. Jetzt, ja, müssen wir halt die Sachen von hinten aufrollen. Ich weiß nicht, wie viele Bosse du killen musst. Naja, eigentlich. Er schreibt, Severin hat Kontrolle, heißt, wir müssen wahrscheinlich nur Severin killen. Der Eigentlich. letzte von den dreien. Oh, ihr habt auch nochmal was geaddet. Oh mein Gott. Jetzt haben wir wirklich alle Mobs Alle. hier. Ja, eigentlich müssen wir doch eher anfangen. Ja, Aber es heißt, dass wohl Severin ihn unter Kontrolle heißt. Heißt, wir müssen eigentlich nur einen Raum weit zurück und dann den killen. und dann können wir den schon anlabern. Wahrscheinlich, ja. Oder Ja, was ja. von dem. Welche ist denn das? Ja, jetzt sterben wir mal alle und dann können wir ja gucken. Alle sterben, Ja, Jut, das ist dann ein freilassen, Raum davor. oben. Jut, Jut, können Wir wir ja können, gucken. aber so können wir eigentlich auch die Quests machen, oder? Also, wenn Na das jetzt gut, funktioniert dann hätte, schauen wir mal, wie es läuft. hätten wir halt wirklich nur zwei Mobs machen müssen, aber. Gibt halt nur 6 KIP, glaube ich. Ja, blöd. Ne, 4000 nur. Das hängt ein bisschen vom Level wahrscheinlich auch ab.
Das sind diese. Warte mal, hat einer den Wichtel angesprochen? Ja, ich mach das. Ja, hier, jetzt kommt. Jetzt kommt schon dieses Rüstungsverringerungsding. Haben sie das jetzt endlich mal gefixt? Ich hab sogar noch Rüstung. Steht es gar nicht mehr dran, wie viel Rüstung ich weniger hab. Das ist schon wirklich krass, weniger Rüstung. Ein zweites Gift macht nur die Bewegungsgeschwindigkeit um 60% wow. geringer. Du hast so lange drauf gewartet. So lang. Naja. 38 Level. Da geht was. Wär gut gewesen, wenn wir damit alles hätten skippen können, ne? Ja, aber. Also, wenn man wirklich da nur einen Raum halt weiter zurückgehen muss. Aber welchen meint er denn? Also einen Raum weiter zurück ist dieser Hydro-Typ, der Hydro-Boss, ne? Und Zevlin, der wo den Weg nach oben geht. Also auf der Seite nach oben einmal. Ach, der, also diese Saattür, oder? Ist das ja, genau. das? Auf diesen Altar da, oder? Theoretisch können wir da vorne jetzt links runterspringen und müssen direkt vor der Tür vor dem Raum sein. Ja, aber jetzt würde ich die Quest machen. Jetzt haben wir diesen komischen Typen da schon im Huckepack. Aber warte mal, ich habe mal einen Interrupt jetzt, sehe ich gerade. Cool, ja. Mit 40 kriege ich meine Heilung. Weil hier, du kriegst... brauchen würde. Ja, du kriegst so Damage, weil das halt scheiße Geld ist. Du hast keine Rüstung mehr, wenn der Baum dir den Rüstungsdebuff kriegt. Du hast ja eh keine Rüstung, du bist die. Das ist das Problem, deswegen gibt es ja demnächst den Rücken. Und Rüstungsdebuff, weil keine Rüstung ist halt tot. Ja. Das ist halt echt kacke. Ach, der Wichtel ist schon ganz vorne. Das ist ein bisschen schneller. Aber ja, das ist eine offene Tür. Ich hab geschaut. Ja, nee, unten, du andersrum kannst du schon gehen. Ich hab das auch schon mal schon mal gemacht, aber ja. Das lohnt sich eh nicht mehr. Nee, jetzt würde ich halt die Quest mitnehmen und gut ist. Wenn dann würde es sich lohnen, wenn wir jetzt vorgehen, insofern wir dann bei irgendwelchen Edge sterben würden und dann da runter. Aber tun wir ja nur. Nein, wir sterben nicht. Weil hier dieser Gang mit den ganzen Bäumen, der ist halt nervig, weil die halt diesen Ding geben. Wobei die das glaube ich. Die haben das glaube ich schon ein bisschen abgeschwächt. Hab ich gerade gespart. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe gerade versehentlich Spaß. Mir wird es auch falsch angezeigt, ne, mit dem Rüstungswert. Ich weiß noch, ich war hier am Anfang mal drin, nachdem die hier den Level und Items Quiz gemacht hatten. Und da hatte ich geguckt gehabt, da hatte ich immer null Rüstung mit meinem Druid gehabt, selbst wenn ich meine Active Mitigation geschmissen habe, die mir die Rüstung extrem erhöht. Und ob du jetzt halt 50% weniger Schaden kriegst mit deiner Rüstung, oder mit der Active Mitigation teilweise 60% aufwärts, oder halt null hast, also den kompletten Damage kriegst, das merkst du halt schon krass. Vor allem, wenn du noch zusätzlich Mobs hast, dann bist du halt richtig weggekleeft von den Viechern und weiß ich nicht, wenn das Ding von dem Baum dich hochstackt, ne, also du mehrere Stacks quasi kriegen kannst, du aber bei einem Stack schon deine komplette Rüstung weg ist, dann ist es halt einfach fail-designed, meiner Ansicht nach. Den Wichtel hatte die angequatscht, ne? Ja, hab ich. Der ist gerade vorgelaufen. Okay, weil. Das ist das, was am öftesten vergessen wird. Da machst du alle Mobs und dann so, wo ist denn der Wichtel? Ja, wir standen auch letztes Mal da, dann habe ich erstmal gefragt, kann ich kurz aufgehackt? Dann sind die schon zurückgelaufen und dann habe ich den irgendwo ab der Hälfte dann selber geklickt. Und die sind weiter. Ja, mit Randoms kannst du das vergessen, weil die meisten das gar nicht wissen oder gar nicht machen. Ja. Und dann stehe ich hier. Ich wusste nicht mal, dass der da drüben steht. Gut, ehrlich gesagt, eigentlich lohnt es sich auch nicht, wenn wir ehrlich sind, das zu machen. 5K ist halt nichts. Ja, du läufst halt hier ewig rum. Ja. Aber die Ini ist auch total wasted, ne? Also ja. Sind eigentlich alle von den Inis hier, von Düsterbruch. Ich glaube, es gibt keine, die gut ist. Ja, nee, alle gehen irgendwie lang. Auch diese Ogre-Teile da.
Diese Ogre-Inni ist halt, weil die Mobs extrem krass sind. Okay, ich musste mal kurz bubbeln. Lauf mal weg. Ja, war klar. Immer bestimmt, ey. Nein, nein, nein. Okay, Bubble ist raus. Uldua wäre gut, oder wie die Inni da heißt, ne? Mit ist diesen vielen Bossen. Uldaman meinst du? Uldaman, genau. Ja. Die war auch nicht so schlecht. Hast du schon Hand auflegen? Warum ich das nicht? Hand auflegen war. Ja, das Problem ist halt, die sind halt alle relativ lang. Du kannst eigentlich nichts skippen. Und die Inni, die am kürzesten wäre, ist ja der Teil mit den Ogern. Und da sind aber Mobs drin, die teilweise richtig krass sind. Alleine dieser eine Boss, der im Gang ist vom Endboss, da gibt es manche Gruppenkonstellationen, da schaffst du den einfach nicht. Der fiert dich nämlich und nutzt den Tank einfach kaputt und du kannst nichts dagegen machen. Außer bubbeln, das wäre eine Alternative. Stopp, ich muss doch setzen. Ja, da müssen nur die Blumen hin. Boah, Underfling mit 55 ist ja voll der geile Skill. Dass man das erst so spät hat. Du heißt ja damit ein Gruppenmitglied einmal komplett. Ja, gut. Also, das ist aber jetzt, würde ich sagen, keine Core-Ability, die du unbedingt brauchst. Diese komische Heilung. Achso, nee, schon... ist nicht, aber ist schon praktisch zu haben. Nur auf jeden Fall. Reicht es hier nicht, wenn wir... Nee, da oben ist ein Boss. Nee, wir müssen einmal hoch und den Typen da beschwören. Danach wieder zurücklatschen. Ja, wir. Ja, also vor allem in der Inni merkst du es halt wieder, dass die... Okay, heil mich? Oh. Okay. Nein, natürlich. Nein. jetzt kriegt er dich. Dass die ganzen Quests so wenig bringen. 4-9 bringen die alle, ne? Die Quests hier. Ja, die bringen hier recht wenig. Dafür in Ulduman wieder recht viel. Ich weiß gar nicht, aber eigentlich kann das nicht am Level liegen, was die früher hatten, die Instanzen. Nee, ich glaube. Weil Uldaman war, was war denn das? Das war halt irgendwie so um die 40 rum, würde ich jetzt mal sagen. Und das hier war ja eigentlich eine 60er-Inni, also so ich Ende glaub, Sachen, 50. Die einfach eh unnötig lang brauchen, die werden halt noch mehr in die Länge gezogen, indem man kein XP dafür kriegt. Achso, meinst du, dass so die Mechanik dahinter ist? Ja, oder Blizzard kriegt das einfach nicht geschissen. Dass in manchen Innis irgendwie viel zu wenig EP. Ich weiß nicht, ich hätte halt einfach irgendwie einen Indikator eingegeben, dass du mit jedem Level, also du hast es ja eh so, dass jetzt die Quests, die man also außerhalb von Instanzen kriegt und die Instanzquests, dass die eigentlich dieselbe EP bringen, so im Groben. Also früher war es ja mal so, dass du für die Indie-Quests wesentlich mehr EP gekriegt hast. Ja. Und da müsste es doch eigentlich möglich zu sein, einen Indikator reinzumachen, hier dem Level das, die EP, mit jedem Level halt immer irgendwie ein paar Prozent mehr, dass es etwa anpasst. Und gut, also ich weiß jetzt nicht, was da so kompliziert dran ist, warum dann so teilweise die so unterschiedlich sind. Ja, ja. Weil es kann ja auch nicht an der Schwierigkeit der Quest hängen, weil hier jede Quest in der Instanz bringt ja die gleiche EP, ne? Ja, genau, 56 bis 60, das kann gut sein. Später 50er-Bereich, beziehungsweise dann halt bis zu 60, ne? Naja, das ist auch gar nicht so schlecht. Ich hoffe ja mal, mit Pala kann ich demnächst mal irgendwann mit dem Hammer rumlaufen. Kann ich schon den Namen nehmen, weil ich gedacht habe, der Pala schmeißt mit dem Hammer. Jetzt hast du einen. Gibt's keinen? Es gibt doch bestimmt auch einen Heirloom Hammer. Vor kurzem konntest du ja nichts nehmen, also transmorgen, was du nicht anhast. Weil noch verpackt. Ja, jetzt richtig. Geht's ja, wieder. Ja, aber gibt's nicht auch noch einen Hammer an sich, den du. Nee, nur wenn du Strike holt, müsste dann ausschaut wie ein Hammer. Es muss. Ja. Ich glaube, zwei Hand Strike holen geht schon nicht und Hammer zählt da drunter. Und einen Account Hammer gibt es auch nicht. Warum? Doch schon, aber der zählt nicht als Paladin Hammer. Den kann ich nur mit allen anderen Klassen anziehen, wo er kacke ausschaut. Gibt's nicht so einen richtig dicken Zweihand-Kolben-Hammer? So wie so einen Schmiedehammer oder sowas? Okay, also ja gut, da kannst du ja wieder nicht alles transmoggen. Ja. Also ein Schmiedehammer macht schon was her. Macht schon was her, ja.
dieses kacke Slowe immer. Ach, warte mal, ich habe doch Hand der Freiheit, warum benutze ich das denn nicht? Wann habe ich denn das, wann habe ich denn das gekriegt? Das sieht ganz aus, das muss erst relativ neu kommen. Das war bestimmt jetzt erst mit Dings da. Hier, Hand der Freiheit, ja, wunderbar. Ganze Zeit im Slow und am Aufregen, ne? Und dann checken, dass man ja eigentlich seine Spell schon lang hat. Du haust halt auf zwei Mobs deinen Trainer-Scheiß und bist halt erstmal erst im Schaden, ne? Und das eine ganze Weile sogar. Ne, mit dem einen mit Spell. Mit dem komischen Schild und dann blockt es und dann direkt nochmal Schild. Ja, ist schon krank. Du machst das auch mit einem. Boss hier, glaube ich, gegeben, ja. Machst auch mit dem Dings-Trainer relativ gut Schaden. Wenn der stirbt, dann geht der, glaube ich, nochmal hoch, ne? Oder. Ja. Auch wieder looten, du. Und der. Ich kann der Dunkleisenzwerg hier schön schmieden. Wie, warum, was kann. Ach, was. Ich, warte mal, ich habe gar nicht geguckt, was ich für eine Volksfähigkeit habe, fällt mir gerade ein. Du kannst dieses komische Maulwurf-Ding jetzt da auf jeden Fall. Und ich glaube, du frisst weniger Damage, das müsste noch. Und dass du irgendwie alle deine Debuffs runtermachst und dafür, für jeden Debuff, kriegst du extrem viel Stärke so dazu. Ach ja, hier cool, das verstehe ich. Warum sagt mir das denn keiner? Warte mal, hier, das klingt das ja ganz cool hier. Entfernt jegliches Gift, Krankheit. Ja, nice, das ist gar nicht so. Zwerg, sein Pet zum Beispiel, hat 15% mehr Leben, wenn du den auf Jäger spielst. Oder Charmy oder sonst irgendwas. Jedes Pet hat einfach deutlich mehr Leben. Warte mal, dann packen wir uns das nochmal. Ich meine auch ganz sicher ein Charmy. Ah, gut, das war jetzt Käse. Jetzt habe ich natürlich. Achso, ich krieg Baseline, krieg ich schon mal 36 Stärke. Okay, das ist ja gar nicht so. Also auf dem Level. Was haben wir hier beschwört? Eine Maulwurfmaschine? Ich im Boden gräbt. Das Ding, wo du dich wie den Portstein benutzen kannst. Wenn wir dem Rasse-Dingen zuschauen, einfach all deine Divas auf dir drauf einfach wegmachen. Ach, kann nur draußen benutzt werden. Okay, ich kann hier drinnen, kann ich nicht rummaulwurfen. Okay, was haben wir hier noch? Bringe den durch. Ach, durch körperliche Angriffe erlittenen Schaden um 1%. Das ist für einen Tank schon. Das ist schon stark. Okay. Was haben wir hier noch so? Mit die Schmiedefähigkeit, ja, um 5. Schmiedegeschwindigkeit um 25%. Ja, gut, wenn man viel am Craften ist, ne? Gut, und das hier sind Pfadfindergeschichten. Wann habe ich denn Massenstave? Erst ab Level 70. Ja. Na gut, also ich sag mal so, das erhöht das Ganze, ne? Hier, ich krieg 36 Stärke und für jeden Gift- und Krankheitseffekt oder Dings, was ich hier runter mache, Magie oder Fluch, kriege ich halt nochmal 12 dazu. Aber wenn kann jetzt man die so, auskippen hier? Ja, ne? Ja, die kannst du auskippen, wenn du ganz am Rand läufst. Jetzt ist halt. Jetzt ist die Frage, wenn du irgendeinen Boss hast, der die ganze Leiste mit irgendeiner Scheiße zuhaut, irgendwie so 10, 15 Effekte, dann macht das bestimmt einiges aus, ne? Gut, du kriegst das halt nur, was sind das, 12 Sekunden, aber naja. Ja, vor allem, das skaliert ja nur hoch, auf 120 sind das dann so extrem viel. Ja, klingt auf jeden Fall nicht so ganz verkehrt. Hm. Ich mich auf einen neuen Raid freue, ich freue mich immer auf neuen Raids. Meinst du jetzt den Dazar Alor, also diesen Stadtraid, oder meinst du, also soll ja noch irgendwas dazwischen kommen, so eine kleine Raid-Instanz? Ja, Tigel, das stimmt, ja. Und dieses Mac-Dingens da kommt auch noch. Ja, nein, das kommt aber später, das kommt erst mit 8.2. Das ist ein Dungeon mit 8 Dinger, 8 Boss. Ja, das kann auch so an, so ein Mega-Dungeon. Das kommt aber ja dann voll erst geil, später. Was man das sieht, also. Ja, das sieht schon gut aus, auf jeden Fall. Vor allem diese Gnome da, die Mech-Gnome schauen einfach mega aus. Ah, ja, die werden doch bestimmt auch noch ein verbündetes Volk. Dachte ich mir eben auch, weil die wären halt wirklich cool. Ja, ja. Vor allem, man schneidet ihnen die Arme und die Beine ab, setzt einen Roboter dran und das war's. Dann sind sie mechgenommen. So. An sich ändert sich nicht recht viel mehr. Ja, bin ich mir relativ sicher, dass die ein verbündetes Volk werden und die Hordler kriegen wahrscheinlich Fall irgendwann die Vulpiere. Mal gucken. Bald haben wir mehr verbündete Rassen als normale. Ja, die Geschichte ist, dass du halt immer. Dass dann jedes Mal die Achievement kommt, dass du ein neues verbündetes Volk hochspielen kannst, ne? Ich mach das dann halt immer schön, ne? Und, ja, irgendwann gehen mir die Chart-Slots aus hier, wenn das so weitergeht. Hast du noch ein paar Server?
Was du meinst, Siegel der Stimme kommt auch danach? Aber ich meine, diese kleine Inni, habe ich gehört, dass die vor Ja, die kommt Dazar'alor kommen bevor. soll. Ja. Die neue Raid wird richtig geil. Also zum Teil hast du einen Volkswechsel sogar mit drin. Ja, mir drin Also. wechselst dann dein Volk. Nee, sogar die ganze Spezies und alles mit. Ich weiß, da Als ob du wird jetzt ein alles. Ali-Spieler wärst. Rasseboni, alles wird umgeändert. Eigentlich Ja. voll unnötig, aber du wirst halt einfach. Du zählst halt dann wirklich das Hordler. Kannst da Leute anschreiben und alles. Krass, krass. Also richtig. Bist du Aber sicher, dass ungefähr du dann auch die 3000 andere danach geht's Fraktion wieder anders anschreiben aus. kannst? Also, dass das nicht nur Ich so glaube ein. schon, weil dein Ja, kompletter Charakter wird ist ein einmal richtiger umgeändert. Fraktionswechsel innen drin. Als ob du den das kurz gekauft hättest für den Boss. Na, aber ich sag Der mal One-Shot. so, in. Das glaube ich nicht, weil in Dornholde ist es ja auch so ein Zeitding, dass du dann auf einmal zum Menschen wirst und sowas, ne? Ja, aber da gibt es ja Also auch nee, was, da die haben geht es dann was geschrieben, zu dass du wirklich die Mensch-Druide oder irgendwie Gegenklasse wirst und sowas. so weiter. Denn die richtige Tabelle, wie du dich zu was veränderst. Und was für Rassenfähigkeiten und alles wird geändert. Also richtig cool. Na gut, Die haben auch muss man mal gemeint, es wird ein gucken. kompletter Wechsel, als ob du ihn dir gekauft hättest für den Boss. Bei Horde, glaube ich, ist es Boss 4, 5 und 6 und bei Ali dann 7, 8, 9 oder andersrum war. Weil eine Mecha-Trill-Drop ja dann auch ein richtig Ja, geiles genau, Mount. Bito, da hast du recht, aber ich meine irgendwo gehört zu haben, dass das vor Dazar'alor kommen soll. Ja, kommt dort bevor. 8.1.5 von Dingswurms kommt 8.2, glaube ich. Nee, Ding muss 8.1.5 kommen, Dazar'alor. Und 8.1 soll eigentlich nur dieses ganze Zeug drumherum kommen. Eigentlich soll da kein Raid kommen, aber irgendwo habe ich gehört gehabt, dass vor Dazar'alor noch der kleine Raid kommt. So. Der zwei Bosse Raid. Mobs waren gebrüht. Ja, das. Was, wo, wie, was, was? Ah, oh, was habt ihr denn Also da zwei. gehört? Die kamen hier gerade rein. Eieieiei. Ja, mit den zwei Boss-Raid will man ja die Story von der alten Götter anfangen. Ja, und mit dem mächtigen Star, das spielt auch ein bisschen Story rein. Und mit der neuen Kriegskampagne kriegst du den kompletten neuen Raid einmal erklärt, wieso, was, wie. Ja, Blizzard hat Okay. ja gesagt, es ist Also ein wurde alles schon Story-Raid. gezeigt und so weiter. Die ganze nächste Kriegskampagne geht nur um diesen Raid. Aber irgendwie finde ich, Nassiata da hätte auch ein bisschen unter Wasser sein können. Es Das gibt habe ich wahrscheinlich einen mir Boss, der auch unter gedacht. Wasser ist. Also kompletter Bossfight unter Wasser. Mal schauen, wie das wird. Ja, eigentlich Oh soll eigentlich nein, ich ganz hab hier was Nassiata. angelockt. Was angelockt? Das klingt so absichtlich, ne? Wenn man was anlockt, dann hat man ja die Voll Intention, dass es positiv. wirklich kommt. Hat ein Schnitzel in der Tasche. Ich glaube nicht, dass die sehen nicht so aus, ob die einen Schnitzel wollen. Du hast den irgendwie den Setzling geklaut. Angelockt. Wissen wir schon, so einer Am angelockt hier die falschen Mobs. Bäumchen gespielt. Ist ja eh schon dein. Hat ja plus 20 Minuten gedauert. Ja, aber Dazar'alor soll ja auch nicht mit 8.1 kommen. Mit 8.1. 8.1 kommt ja am 12., soweit ich weiß, ne? Und dann kommt ja der Raid noch nicht. Dann soll ja nur quasi 8.1 kommen und der Raid, soweit ich das jetzt Kommt mitgekriegt habe, irgendwann soll im ja mit Januar oder so. 8.1.5 kommen. Genau, also mit dem nächsten Patch dann. Hier kann man hochspringen, dann hierauf. Dann, ah fuck, ich hätte springen, oder? Ja, doch, das geht nach aus. Dann hier auf die Säule. Und dann kommt hier richtig viel Rambazamba. Ja, und jetzt? Jetzt dann Das heißt, runterspringen, aber unser Pala ist irgendwo da hinten. ich von denen da an und hast dich schon. Ja, egal, dann machen wir uns jetzt führt, aber jetzt kommen gleich alle Mobs. Ich weiß nicht, wo der jetzt ist. Oh, ich komme schon. Aber Account weiterrufen und so kommt ja auch rein. Die Traditionsrüstung finde ich cool, die kommen Die soll. ist richtig. Von der Taura. Ja. Soll ja gar nicht so schwer zum Holen sein, ne? Nee, im Gegensatz zu die Völker dann nicht. Ja, genau, das andere soll dann im Januar kommen. Das ist schon soweit klar. Aber dann müsste ja die Sturm-Inni müsste ja dann mit 2.8 kommen. 8.2 so. Also hier steht 8.12 Raids. Ja, die Tigel der Stürme schon vor Schlachten Basalo. Die Prüfung der Tapferkeit stört Zwischendingens.
Ja, stimmt. Hier im Internet steht 8.12 Raids. Ah, die kommen ja jetzt alle. Ja, die ja, kommen ja jetzt, alle. Jetzt müssen wir schnetzeln. Auf die zieht auf den Boss. Nee, zieh auf den Boss durch. Einfach voll okay. Auf den Boss. Alles, was ihr habt. Mit ihnen noch 10k live. Jetzt kommt der Knall. Bub. Muss bubbeln. Oh, fuck it. Scheiß Global Cooldown. Tötet ihn, tötet ihn. Er läuft. Easy. Perfekt. Easy. Jetzt musst du irgendwie die Mobs noch kriegen. Ich wetzen, damit du das Item einsammeln kannst. Ja, das auf jeden Fall. Das hier ist immer so ein bisschen tricky, wenn die beiden Viecher noch kommen, dann geht's halt richtig rund. Hast du eigentlich schon mit Voldun vor der Küche den riesigen Krake gesehen, der unter Wasser schwimmt? Ich hab's mal in einem Video gesehen, aber selber bin ich da noch nicht rausgeschwommen, ne? Das ist so halb Enzo auf Unterwasser. Bei dem Server der Char ist auf Antonidas, habe ich den. Antonidas. Ja, wenn man tot ist, kann man keinen Sack aufmachen, schade aber auch. 39 Düsterbruch, 55.000 Abschlusserfahrung. Ja, vielleicht ist es auch keiner von den quasi 1er Patchen oder 0,5er Patchen, sondern halt 0,2er Patch. Weißt du, was der so ein Zwischending ist? Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein, dass der irgendwie. Ach, das war irgendwie anstrengend hier gerade. Ja, das ist auch hier ein bisschen tricky. Wenn du den Boss pulst, ohne die Trash-Mobs vorher zu machen, dann kommt halt alles und dann wird es ein bisschen hart. Ich wollte die Bubble gerade ziehen, aber Global Cooldown und dann hat sich das erledigt gehabt. Geht teilweise schneller, als man denkt. So, das haben wir auch einmal eingetütet. Das müssen wir eigentlich alle Quests fertig haben. Schauen wir mal, ob ich irgendwas. Ja. Jetzt einmal rausporten. Ja gut, viel bringen die hier leider eh nicht, ne? Vielleicht liegt es auch daran, an der Anzahl an deinen Quests, weißt du? Vielleicht ist es irgendwie so, dass du so ein Kontingent hast an EP, was du durch die Quests kriegen kannst. Und da es hier so viele Quests sind, wird das halt geschmälert dadurch. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt noch logisch irgendwie erklären könnte. Weil in der anderen Instanz hast du 9k gekriegt und das waren, glaube ich, 2 oder 3 Quests. Und hier sind es halt irgendwie 5 Quests und kriegst halt bloß 4.500. Oder 5.000, ja, ein bisschen mehr kriege ich jetzt sogar. Durchs Level Up. Gut, wunderbar, mit der Folge sind wir jetzt auch ein paar Minuten drüber, weil es hier doch ein bisschen länger gedauert hat. Ich verabschiede mich für die Folge. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.